Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Da darf ich Sie recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, liebe Eintracht-Fans, zu einer neuen Ausgabe von SVE TV. Und dieses Mal mit einem wahren Spitzenspiel. Der Tabellenerste gegen den Tabellenzweiten, das heißt in Namen Eintracht Trier gegen Alemannia Waldalgesheim. Und besser könnten die Bedingungen sehr wahrscheinlich nicht sein. Die Sonne, sie lacht von oben aufs Trierer Moselstadion und die Eintracht tabellarisch genauso von oben auf Waldalgesheim. Und deswegen, Ali, wer lacht denn heute ganz am Ende? Ja, hallo Benni, herzlich willkommen in einem super schönen sonnigen Moselstadion und natürlich sollten das wir sein, ne? Gerade auch nach dem 5:0 unter der Woche gegen Elmelshausen gehen wir als Favorit heute in die Partie und ich denke, die Marschroute sollte sein, dass wir den ersten Platz heute verteidigen wollen. Das. So, jetzt sind sie da, angeführt von Oliver Schmidt, und jetzt drängelt er sich nach vorne, der Kapitän Pascal Patria. Und jetzt ist es angerichtet hier im Moselstadion. Das Topspiel des heutigen 9. Spieltags der Oberliga Rheinland-Pfalzer Gruppe Nord. Und die Welt ist hier komplett in Ordnung und vielleicht lohnt sich da nochmal ein Blick zurück. Auch die Gäste aus Waldalgesheim haben die letzten 2 Spieltage zu 0 gespielt. 1:0. Gegen die Zweitvertretung der rosa-roten Teufelchen vom Betzenberg und ein 2:0 gegen Emmelshausen. Und Kaiserslautern, ja, unser nächster Gast hier am nächsten Wochenende im Trierer Moselstadion mit Oliver Schmidt und trotzdem den Ball wieder zurückerobert. Sven König, kein Abseits, zieht in den 16er, zieht an die Grundlinie, gibt ein. Oh, und da, das muss das 1:0 sein. Stolpern Sie den Ball. Riesengelegenheit für Johnny Amberg. Das muss das 1:0 sein. Riesenaktion da wieder vom, ja, man kann schon fast sagen, Shootingstar Sven König. Gut gemacht von Henk van Schaik. Gut gemacht da von Tim Garnier. Raus auf Johnny Amberg auf der rechten Seite. Der versucht jetzt direkt. Und da ist das 1:0 Weitschuss von Johnny Amberg. Und das war ganz schmerzbefreit, konsequent. Kriegt er noch den Schubser mit von Tim Garnier und sucht direkt den Weg zur gesamten Mannschaft. Ja, und so kann es gehen. 4 Minuten gespielt, Blitzstart im Trierer Moselstadion. Johnny Amberg. Ja, das war ganz cool und lässig. Und Pascal Patria im Tor sah da alles andere als glücklich aus. Auf den müssen wir gleich schon mal gucken. Ich weiß nicht, ob er irgendwie gebannt wurde, aber das ist natürlich seine Ecke. Das darf ihm eigentlich so nicht passieren. Und unser Spieler mit der Nummer 12, Johnny Amberg. Gani. Ja, meines Erachtens stand er da auch schlecht. Kontergelegenheit jetzt aber erstmal durch Linus Wimmer. Ja, und Gani ist da immer noch auf dem Rasen. Henk van Schaik. Ah! Gegen Videra, Videra. Videra, Endstation. Ja, wird weitergelaufen lassen. Ja, Wimmer. Und dann der Schuss, kein Problem. Und wie wir hier zu unserer Linken feststellen, es sind tatsächlich auch, ja, ich sag mal, 30, 40 Mann angereist aus Waldalgesheim. Mhm. Neigen uns dann hier auch der Schlussphase der ersten Halbzeit zu, wird mit Sicherheit 3 Minuten, 4 Minuten nachgespielt werden, wegen der etwas längeren Verletzungspause von Tim Garnier. Ja. Kommt Heinzer da vorbei? Ja, jetzt. Heinzer immer noch nach dem Luftschlag und dann. Das war aber für das mich jetzt war eine Rückgabe. Noch eine Rückgabe von Philipp Gens. Ja, habe ich ganz genauso gesehen. Müsste der Fuß tatsächlich auch gewesen sein, den er da für diesen Rückpass nutzt.
So, das war auch wieder ein ganz klares Halten dagegen Brandscheid. Vorteil weiterlaufen lassen. Brandscheid immer noch am Ball, der macht jetzt Meter. Rechts kommt Kaluanga mit, genau da Kaluanga kommt der Ball hin. In den 16er zu Enis Inanović und auf der Linie rettet Patria. So, da ist Amberg mit dem ersten guten Ballgewinn hier in der Mitte. Amberg mit dem Pass auf Brandscheid, der legt nochmal auf Kinscher. Jetzt haben sie da Platz. Kinscher hat Platz, zieht direkt ab. Und da hat nicht viel gefehlt, der ist ganz knapp über die Querlatte. Aktuell ist die Linie des Schiedsrichters hier ein bisschen sehr klein, nicht? Ja, eigentlich nicht, wenn ich mir eben den Zweikampf gegen Brandscheid ansehe, aus dem der Ballverlust resultiert. Also es ist halt eben keine Linie klar erkennbar. Oh, und da lässt er klatschen. Deno bei dem Schuss von, wer war's? Das war, glaube ich, die neuen Videra. Videra. Kurz aufatmen auf den Seiten des SVE. Den wollte er sozusagen mit beiden Händen fangen und dann hatte er doch so viel Drive, dass er nochmal von der Brust weggesprungen ist. Oh, den muss man zustellen, den da. Achtung. Maurer muss dahin gegen Wimmer. Hat aufgepasst. Jetzt schaltet er sich hier auch aktiv in diesen Konter ein. Ball nochmal von Brandscheid raus auf Edil Sinanović gespielt. Gegenspieler Power rutscht aus, Flanke kommt rein. Und da ist nicht das 2:0. Oh, Juli. Durch Sven König. Jetzt aber der Freistoß. Ja, du bist schon zum Jubeln aufgestanden, Adi. Ja, ich bin heiß irgendwie gerade. So, jetzt komm. Und in die Arme. Der Abschluss von Simon Maurer. So, da hat auch gerade Videra wieder extrem viel mit den Armen gegen Garnier gearbeitet. Aber Garnier bleibt Sieger. Also weil Eigesheim, die kämpfen sich jetzt hier so nach und nach wieder zurück in die Partie. Ja. Und Deno in Aktion. Puh. Also wenn du da an anderen Schiedsrichter gerätst, dann pfeift er das. Das müsste ein Ball für Robin Garnier sein. Sinanović macht das Spiel nochmal breit raus auf Jason Kaluanga. Der kann jetzt nochmal Sinanović mitnehmen. Das macht er auch. Also Sinanović hier auf der rechten Seite lässt seinen Gegner stehen. Immer noch Sinanović jetzt im Strafraum. Fischer. In die Mitte, ja genau. So, jetzt kannst du mal rausspielen auf Heinz. Gut, mit Brandscheid, mit König. Jetzt nochmal König. König im Strafraum. König! Oh, Patria! Was für eine Parade von Pascal Patria. Und hält hier sein Team im Spiel jetzt die Kontermöglichkeit über Edil Sinanović. Zieht in den 16 ein, schießt. Nachschussmöglichkeit. Ah, und dann vertändelt. Situation erstmal bereinigt, jetzt kommt der Gegenangriff über Kevin Heinz. Sven König schaut jetzt und nimmt nochmal Kevin Heinz mit. Das ziehen sie jetzt gut auf hier über die linke Seite in die Mitte zu Brandscheid. Und der schimpft wie ein Rohrspatz und sagt Handspiel. Das müsste Felix Power gewesen sein. Schauen wir mal, ob wir da was aufklären können. So, wir gucken uns an diesen Konterlauf. Ja, ne? Also ich meine, er begräbt da mit dem Arm den Ball. Für ihn jetzt neu dabei. Alles gegeben und herzlich willkommen in der Partie, Chris Bibaku. Sehr gut gemacht und wieder Kevin Heinz, der in den 16er einzieht und diesmal hier! Ja! Der gerade erst eingewechselte Abseits. Chris Bibaku, der aber anscheinend im Abseits stand, steht zur Einwechslung bereit und wir schauen erstmal auf diese Kontergelegenheit für unsere Eintracht. Edil Sinanović kriegt da das Leder. Jetzt kommen sie an, um ihn zu unterstützen. Geht raus auf Kaluanga, kriegt den Ball zurück. Ja! Da ist der 2:0!
Zenanovic und war das cool, war das locker gemacht. Schöner Doppelpass mit Kaluanga und dann ganz fein schlägt der Ball oben links im Netz ein. Und das haben sie sich verdient. In der 75. Spielminute. Während Bibaku noch zurückgepfiffen wird, dieser Treffer hier, der zählt. Und den hat er sich mehr oder weniger selbst vorbereitet. Ines Zenanovic, da schauen wir nochmal auf diese Situation. Gibt dann raus auf Kaluanga, kriegt den Ball, Postwenden zurück. Jo. Und wieder sieht er Pascal Patria nicht allzu glücklich aus im Tor. Darf sich Maurer natürlich nicht so hinreißen lassen. Ich hoffe, dass er jetzt nicht eine rote Karte dafür kassiert. Ja, das sind die Szenen, die man hier überhaupt nicht braucht. Aber Teodoro liegt da jetzt aber auch. Wie als hätte er einen Schlag von Mike Tyson bekommen. Aber es wird mit Sicherheit den gelben Karton geben. Ich hoffe, es bleibt nur bei Gelb. Ne? Und was du natürlich auch nie vergessen darfst, du nimmst hier jedes Tor und jeden Punkt mit in die nächste Runde. Ne? Deswegen, ne? Jeder Sieg, jedes Tor ist hier Gold wert. Absolut. Und wenn ich da die Statistik halt der letzten vier Spiele betrachte, dann sehe ich da ein 2-0, ein 4-0, ein 5-0, ein 2-0. Genau. Also das ist natürlich wirklich Gold wert. Auch spannend, dass er das jetzt laufen gelassen hat. Ja, das habe ich. Hätte ich jetzt auch anders gesehen, und zwar gegen unsere Eintracht. Aber okay, sei es drum. Das ist wirklich höchst spannend, seine Spielinterpretation hier. Ah, gute Rettungstat mit der Grätsche vom eingewechselten Vincenzo Bilotta. Bibaku setzt sich gut durch, versucht es direkt an Patria vorbeizukommen, schafft er zunächst nicht. Jetzt nochmal Garnier raus auf Kaluanga. Kaluanga, Zenanovic ist nicht im Abseits. Chippt den Ball rein, leider zum Gegenspieler. Guter Ball auf Ginscher vom eingewechselten Jason Taiaparane. Gibt raus auf Bibaku. Bibaku im 16er, legt nochmal zurück. Mit viel Glück kommt Edis Zenanovic da an den Ball. Ja, weil nochmal raus auf Ginscher. Abgefälscht, den hat sich Bibaku geholt. Bibaku abseitsverdächtig, aber es wäre kein Abseits gewesen, aber aus kürzester Distanz in die Arme von Pascal Patria. Und das hätte das 3-0 sein. Ja, müssen. So, mal schauen, ob der Schiedsrichter gleich eine Nachspielzeit anzeigen wird. Die nur jetzt nochmal lange nach vorne. Und der wird geklärt in die Füße von Edis Zenanovic. Raus nochmal auf Jason Taiaparan. Der hat jetzt nochmal Platz, kann flanken von der rechten Seite. Chris Bibaku eine Etage zu hoch. Ja, und Patria auch nicht ganz sicher bei diesem Ball. Nee. Musste sich da auch nochmal zwischenzeitlich neu orientieren. Langer Ball, kein Problem. Und es ist Feierabend. Recht pünktlich. Fabian Knoll. Das kam jetzt für uns auch ein bisschen überrascht. Ja, es gibt Applaus von den Rängen und ja, die Eintracht-Spieler, sie wissen, das war heute ein großes Stück Arbeit, was sie hier leisten mussten.
Ja, 2-0 am Ende heißt der Stand dieser Partie. Und ja, ich kann mich da nur wiederholen. Das war Tabellenerster gegen den Zweiten. Und ich kann verstehen, warum beide Mannschaften auf diesen Tabellenplätzen letztendlich sich positioniert haben. Ali, deine Pulsuhr, wie ist die so ausgeschlagen? Ja, die war zwischenzeitlich schon mal ganz, ganz weit oben. Also gerade so Anfang der zweiten Halbzeit, als sie auch am 2-0 dran waren. Ja, hat man schon gemerkt, 2-0 hier und das Spiel kippt komplett in unsere Richtung. Und so war es dann auch. Das Spiel hat das gehalten, was es versprochen hat. Wanne Algesheim war der beste Gegner, den wir hier bisher gesehen haben. Und ja, desto froher bin ich, dass wir auch uns auch gegen die Alemannia aus Wanne Algesheim mit 2-0 auch wieder zu 0 durchsetzen konnten.